Bei dieser Übung geht es wieder um Koordinationstraining mit dem Ball. Dazu braucht ihr wieder einen Handball und nach Möglichkeit noch ein paar andere Bälle. Die Aufgabe hierbei ist es, den Ball möglichst oft mit einem anderen Ball in der Hand hochzuhalten. Ich zeige euch einmal, wie das geht. So in etwa sollte das dann aussehen. Dazu kann man dann variieren, ob man den Ball zum Hochhalten entweder nur in einer Hand hält oder in zwei. Probiert das Ganze ruhig mit unterschiedlichen Ballen aus, dann habt ihr noch etwas Abwechslung darin und es wird vielleicht auch noch schwieriger.